Kennst du das? Jeden Tag Insulinspritzen, ständig die Medikamente checken und alle paar Stunden deinen Blutzucker kontrollieren. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass Diabetes nicht durch DNA, Lebensstil, Alter oder Lieblingsessen verursacht wird. Das sind alles nur Lügen. Und dann auch noch die ganzen Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, plötzliche Heißhungerattacken, Augenprobleme und sogar Wunden, die einfach nicht heilen wollen. Und dann erstickt das giftige Fett ihre Leber, Bauchspeicheldrüse und sogar ihr Herz. Stell dir vor, es gäbe eine Lösung, die all das überflüssig machen könnte. Keine Spritzen, kein ständiges Messen, einfach keine Zuckerkrankheit mehr. Die Freiheit, gesund zu sein. Die Freiheit zu tun, was man will, wann man will. Die Freiheit, seine Lieblingsspeisen zu essen und das Privileg und die Energie, jeden Tag stundenlang mit meiner Tochter zu spielen. Ein Unternehmen will genau das möglich machen. Ich garantiere auch, dass die sogenannten alternativen Methoden wie Sport, Meditation, Akupunktur oder verschiedene Shakes, die alle gefälschte Kräuterextrakte sind, nicht stark genug sind, um Typ-2-Diabetes zu behandeln. Im Gegensatz zu Glucobest, das die Aufgabe in weniger als 3 Wochen erledigt. Zu schön, um wahr zu sein, das sehen wir uns genauer an. Damit hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Dr. Janosch Hegedüsch, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und als ich erstmalig von Glucobest gehört habe, war ich skeptisch. Ich habe mir ein langes Video über das Produkt angeschaut und ich war wirklich verblüfft. Heute werdet ihr die Geschichte eines Helden kennenlernen, der einst selbst krank war, aber seine Krankheit besiegte. Er hat geheimes Wissen entdeckt und so bewaffnet nahm er den Kampf gegen die böse Pharmaindustrie und gekaufte Ärzteschaft an. Allein dieses Produkt kann Diabetes wirklich heilen, da es nicht nur die Symptome, sondern die wahre Ursache der Krankheit bekämpft. Wir haben noch nie Vergleichbares gehört, nicht wahr? Lasst uns mit dem ersten Punkt anfangen. Inszenierung. Das war mein Fuß vor 2 Jahren. Eigentlich begann alles vor 6 Jahren, als mein Blutzucker außer Kontrolle geriet. Die verrückten Spitzen griffen meinen Körper an, traumatisierten meine Familie und leerten mein Bankkonto. Und als ob das noch nicht genug wäre, wurde mir wiederholt gesagt, dass ich jederzeit in ein diabetisches Koma fallen, sogar blind werden oder einen Herzinfarkt erleiden könnte. Gott sei Dank konnte ich mich retten, bevor es zu spät war. Und Diabetes wurde aus meinem Körper eliminiert. Für immer. Und ich bin jeden Tag meines Lebens dankbar für dieses Wunder. Erste Zutat ist der Held. Er ist der Sympathieträger, der Protagonist. Er ist einer von uns. Er weiß aus eigener Erfahrung, wovon er redet. Seine furchtbar schwere Erkrankung wird besonders dramatisch dargestellt. Die Machart ist aber sehr ungewöhnlich. Der Protagonist steht ja vor der Kamera und erzählt seine Geschichte. Es werden aber immer wieder Stockvideos und Narrationen durch eine andere Stimme eingeblendet. Warum? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein echter Mensch ist. Heutzutage muss man schon immer daran denken, dass das vielleicht eine computergenerierte Stimme sein könnte. Der Inhalt scheint auf jeden Fall von einer KI geschrieben zu sein. Oder wie erklärt man diesen Satz anders? Die verrückten Spitzen griffen meinen Körper an, traumatisierten meine Familie und leerten mein Bankkonto? Das ist entweder irgendein Übersetzungsfehler oder ein komischer KI-Satz. Na gut, ein Held ist aber ohne einen mächtigen Gegner nichts wert. Wir brauchen also eine zweite Zutat. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass Diabetes nicht durch DNA, Lebensstil, Alter oder Lieblingsessen verursacht wird. Das sind alles nur Lügen, die die böse Pharmaindustrie erfindet, um sie im Dunkeln zu lassen, während sie ihnen nach und nach ihr ganzes Geld abknöpft. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht doch eine Satire-Sendung sein könnte. Aber nein, es ist keine Satire, es ist todernst. Egal, wir haben also einen Helden und einen Bösen. Man hätte denken können, dass der Held gegen die Krankheit ankämpfen wird, aber nein, die hat er schon besiegt. Das Problem ist die böse Pharmaindustrie. Wenn man also selbst der Meinung ist, dass die Pharmaindustrie böse wäre, dann sollte man die Seite des Helden wählen. Ach so, die Pharmaindustrie zieht vielleicht doch nicht bei jedem. Der Böse sollte vielleicht ein bisschen nebulöser bezeichnet werden, nicht dass man potenzielle Kunden verliert. Bleiben Sie also dran, während ich die heimtückische Falle aufdecke, die von den dunklen Mächten hinter
den beliebten Diabetes-Behandlungen aufgestellt wurde. Wie sie Tag und Nacht daran arbeiten, um all diese Informationen vor ihnen zu verbergen, die gefährlichen Produkte, mit denen sie füttern und wie sie sie abhängig machen, bis sie nichts mehr haben. Dunkle Mächte. Das klingt gut, reicht aber immer noch nicht aus. Die Ärzte müssten irgendwie auch noch schlecht geredet werden. Das gehört einfach dazu. Die schlimme Korruption in der Pharmaindustrie. Große Pharmakonzerne geben im Durchschnitt 2,3 Milliarden Euro pro Jahr aus, um Ärzte zu bezahlen, damit sie ihre Medikamente bewerben und sie verschreiben. Die Krankenkassen sitzen im selben Boot, weil sie als Mittelsmann zwischen Ärzten und Pharmakonzernen durch unsere Beiträge finanziert werden und mitverdienen. Über den Umweg von Arzt und Krankenkassen kommen die Pharmakonzerne also an unser Geld. Könnte mal bitte jemand von irgendeinem Pharmakonzern auch bei mir mit einer Tasche voll mit Geld vorbeischauen? Warum kriege ich nie etwas von diesen Milliarden ab? Abgesehen natürlich von den ganzen Pfizer-Millionen, aber das ist ein anderes Thema. Neuer Pathomechanismus. Dunkle Mächte, böse Pharmaunternehmen und bezahlte Ärzte verheimlichen auch die wahre Ursache der Zuckerkrankheit. Die medizinische Erklärung, die wir alle kennen sollten, wäre falsch. Ich erzähle euch erstmal kurz, was die Medizin zu dem Thema sagt. Im Kern des Diabetesproblems liegt die Insulinresistenz. Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicherdrüse produziert wird. Insulin spielt eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel, indem es hilft, dem Zucker, Glucose, aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, wo er zur Energiegewinnung genutzt wird. Ganz vereinfacht könnte man sagen, dass Insulin den Körperzellen den Befehl gibt, Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Das führt dazu, dass die Zellen mit Energie versorgt werden und der Blutzuckerspiegel sinkt. Die Bauchspeicherdrüse überwacht die Zuckermenge im Blut und schüttet eine passende Menge Insulin aus, sodass alles schön im Gleichgewicht bleibt. Bei Typ 2 Diabetes reagieren die Körperzellen jedoch nicht mehr richtig auf Insulin, sie sind quasi resistent. Und diese Resistenz entwickelt sich hauptsächlich durch eine Kombination aus genetischer Veranlagung und Lebensstilfaktoren, wobei Übergewicht eine Schlüsselrolle spielt. Besonders das Fett, das sich um die Bauchorgane herum und in der Bauchwand ablagert, bekannt als viszerales Fett, ist problematisch. Dieses Fettgewebe produziert Entzündungsstoffe und Hormone, die die normale Funktion von Insulin stören können. Die Zellen des Körpers reagieren dann weniger auf Insulin. Und das bedeutet, dass der Zucker nicht effektiv in die Zellen gelangen kann und stattdessen im Blut bleibt. Diese führt zu den hohen Blutzuckerwerten. Als Reaktion darauf produziert die Bauchspeicherdrüse mehr Insulin, um zu versuchen, den Zucker in die Zellen zu bekommen, aber mit voranschreitender Erkrankung wird für die gleiche Wirkung immer mehr Insulin benötigt. Über die Jahre erschöpft sich die Bauchspeicherdrüse und kann irgendwann mal nicht mehr genug Insulin produzieren. Hohe Blutzuckerwerte werden erst dann dauerhaft sichtbar. Deswegen ist es ja logisch und klar, dass Diabetes Typ 2 vor allem durch ein normales Körpergewicht verhindert werden und die Krankheit in Anfangsstadien sogar durch Gewichtsverlust geheilt werden kann. Das ist aber ja viel Arbeit. Wie viel einfacher wäre es, einfach mal eine Tablette zu schlucken? Aber als Tablettenverkäufer muss man natürlich eine andere Erklärung finden. Die Ursache von Typ 2 Diabetes sind nicht Zucker und Kohlenhydrate. Um das zu demonstrieren, kann ich dir Studien zeigen, die bestätigen, dass Deutsche und Menschen auf der ganzen Welt ihren Konsum von Zucker und anderen Kohlenhydraten in den letzten 10 Jahren verringert haben. Und dennoch steigt die Zahl der Typ 2 Diabetes Betroffenen ständig an. Daraus schließen wir, dass Menschen, die sich bemühen, ihren Blutzucker in den Griff zu bekommen, es auf die falsche Weise tun. Die Universität Basel, an der ich 2 Jahre lang geforscht habe, hat herausgefunden, dass alle Diabetiker hohe Konzentrationen eines winzigen, aber giftigen Moleküls namens Ceramid haben. Und nach jahrelanger Arbeit und ständiger Forschung kann ich mit Sicherheit sagen, dass das die Ursache von Typ 2 Diabetes ist. Diese fremden Verbindungen, Ceramide genannt, zwingen die Fettzellen dazu, in den Blutkreislauf zu strömen. Auf diese Weise verstopfen sie deine lebenswichtigen Organe, angefangen bei der Leber, der Bauchspeicheldrüse und schließlich das Herz. Deshalb kann dein Körper kein Insulin mehr produzieren, weil die Bauchspeicheldrüse, das Organ, welches verantwortlich für die Produktion von Insulin ist, mit giftigem Fett gefüllt wird. Ceramide also.
Bevor wir das im Detail ansehen, möchte ich nur mal erwähnt haben, wie interessant ich die Tatsache finde, dass solche großen Entdeckungen meistens nicht durch neue Forschungen gemacht werden, sondern durch Sichtung der bereits existierenden medizinischen Literatur. Interessant, oder? Mein Leben in die Hände dieses kaputten Systems legen, das mir fast das Bein amputiert hätte. Oder ich könnte die zweite Option wählen und um mein Leben kämpfen, die wahre Ursache von Diabetes herausfinden und ihn für immer aus meinem Körper verbannen. Meine innere Stimme sagte mir, dass das meine einzige Wahl war. Und von diesem Tag an wusste ich, dass es meine neue Lebensaufgabe war. Plötzlich spürte ich eine neue Motivation und Entschlossenheit in mir auflodern. Also verdoppelte ich meine Anstrengungen und fokussierte mich wie ein Wahnsinniger. In den nächsten 2 Monaten verbrachte ich meine ganze Zeit mit der Suche nach Informationen über Diabetes und nach allem, was mir helfen könnte. Ich meldete mich bei medizinischen Websites an, telefonierte mit Forschungsinstituten, um Studien zu finden, die sie veröffentlicht hatten. Ich las endlose Berichte über klinische Studien, fand aber nichts Neues. Die Schlussfolgerungen waren immer die gleichen. Nimm deine Medikamente und verhalte dich wie ein Diabetiker. Wie spannend. Ich habe immer wieder diese Schlussfolgerungen gehört. Man sollte sich gesund ernähren, nicht rauchen, nicht trinken und vor allem auf sein Gewicht achten. Er hörte das irgendwie nicht. Er beschäftigte sich aber 2 Monate lang mit Studien. Er muss es also wissen. Wir recherchieren zwar manchmal länger für ein YouTube-Video für unseren Kanal, aber sein Zielpublikum wird vielleicht durch 2 Monate Arbeit beeindruckt sein. Was ist aber mit Ceramide? Gibt's die überhaupt? Ja, die gibt es. Und ja, die haben sogar etwas mit Diabetes zu tun. Bestimmte Blutfette, Ceramide, können an der Entstehung von Typ 2 Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt sein. Das zeigt eine aktuelle Studie, die auch auf einen Zusammenhang zwischen ungesunder Ernährung und nachteiligen Ceramidwerten hinweist. Das könnte erklären, warum sich das Diabetesrisiko durch häufigen Verzehr von rotem, unverarbeitetem Fleisch wie Wurst und Schinken erhöht. Das ändert also nichts an unserem Verständnis über die Entstehung der Krankheit, könnte aber in der Zukunft vielleicht einen neuen Therapieweg ebnen. Wir sind davon aber noch sehr weit entfernt und eins steht fest, auch durch eine Therapie, die auf Ceramide gerichtet wird, wird man die Krankheit nicht besiegen. Wir haben aber eigentlich die Lösung für die meisten Menschen schon, aber das will ja niemand hören. Und ich meine damit wieder Gewichtsverlust. Die große Entdeckung. Als nächstes muss man irgendwie erklären, wie man auf diese bahnbrechende Wundertherapie kam. Man kann davon ausgehen, dass die potenziellen Kunden Alternativmedizin ganz toll finden. Es wäre also schlau, etwas in diese Richtung zu erzählen. Eines Abends um 23 Uhr, als ich sehr erschöpft war und fast alle Hoffnungen verloren hatte, schaltete ich den Fernseher ein und sah etwas, das mir eine Gänsehaut bescherte. Ein 62-jähriger Österreicher, Martin Hofer, der als Journalist für viele Publikationen arbeitete, sprach über seine Reise nach Nepal. Dort traf er einen einheimischen Arzt mit dem Namen Yiwei Wang, der ihm geholfen hatte, seinen Blutzuckerspiegel von 230 auf 110 zu senken. Mit nichts anderem als einem speziellen traditionellen Tee, der aus Wurzeln, Rinden, Blättern und Beeren bestand. Sehr gut, sehr gut. Wie könnte man aber noch mehr Menschen ansprechen? Man will ja wirklich so viele Kunden wie möglich anwerben. Wie wäre es, wenn man noch irgendwie Gott ins Spiel bringen könnte? Es fühlte sich an wie ein Horrorfilm. Die Wahrheit war, dass ich mein Diabetes in extrem kurzer Zeit verschlimmert hatte. Mir war klar, dass ich so nicht weitermachen konnte. Und da fiel ich auf die Knie. Ich fing an zu weinen und zu beten. Ich bat Gott um Vergebung, weil ich die ersten Anzeichen von Diabetes nicht beachtet habe. Dann bat ich Gott, mir zu helfen, einen Weg aus diesem Albtraum zu finden und mich leben zu lassen. Nachdem ich losließ und mein Vertrauen in eine höhere Macht gesetzt hatte, fühlte ich ein Gefühl der Erleichterung. Passt. Aber was ist mit Menschen, die vielleicht doch irgendwie Wissenschaftlichkeit bräuchten? Wir haben den Guru aus Nepal mit seinem Tee, wir haben Gott. Wir bräuchten noch irgendeinen Forscher, um der ganzen Sache ein bisschen mehr Seriosität zu verleihen. Nee, wisst ihr was? Ich habe die beste Idee ever. Ich musste Dr. Wang finden. Als ich etwas nachforschte, fand ich heraus, dass Dr. Wang ein nepalesischer Arzt war, der mehr als 10 Jahre in der Schweiz studiert hat. Dort führte er auch den Großteil seiner Forschungsarbeit durch. Er ging auch Partnerschaften mit deutschen und britischen Expertenteams ein, mit dem gemeinsamen Ziel, ein Mittel zu finden, das wirksam den Blutzucker kontrollieren und stabilisieren kann. Dr. Wang, der Teemann aus Nepal,
ist selbst auch ein Wissenschaftler aus der Schweiz. Genial. Es wurden hier aber einige Namen genannt, wir müssen also ein wenig nachforschen. Ein 62-jähriger Österreicher, Martin Hofer, der als Journalist für viele Publikationen arbeitete. Martin Hofer aus Österreich also. Sie haben so viele Stock-Videos eingeblendet, ich war nicht sicher, ob Sie wirklich meinen, dass der Herr hier wirklich der echte Martin Hofer wäre oder ob Sie nur irgendein Bild als Illustration verwendet haben. Aber Sie sind in diesem Fall wirklich sehr konsequent. Sie zeigen immer diesen Herrn, wenn Sie über Martin Hofer reden. Klingt auch so schön österreichisch, oder? Bloß. Das war sehr schwer zu glauben. Und er schockierte mich noch mehr, als er eine sorgfältige Analyse vorlegte, die seine Ergebnisse demonstrierten und bewies. Er präsentierte echte Bilder, wie er aussah, als er nach Nepal kam und nachdem er es verlassen hatte. Die Veränderung war unglaublich. Er sah jünger, stärker, gesünder und viel schlanker aus. Das war ein totaler Widerspruch zur modernen Medizin. Zur gleichen Zeit schwor Martin ja im Fernsehen, dass es bei ihm funktioniert hat. Ich habe ein wenig nachgeguckt und fand heraus, dass Martin Hofer eigentlich Rob heißt und er hat für seinen Erfolg im Hitchfit-Gym wahrscheinlich sehr hart gearbeitet. Er hat dank Sport und Fitness abgenommen, nicht durch einen Tee von einem Guru, der natürlich auch nicht existiert. Sie haben sich sogar die Mühe gemacht, den Hintergrund zu entfernen und im direkten Vergleich sieht man ziemlich klar, dass Sie von Bildbearbeitung genauso viel Ahnung haben wie von Medizin. Sie haben diese Bilder also absichtlich und nachweislich manipuliert und uns damit belogen. Yiwei Wang gibt es natürlich auch nicht. Wang ist einer der häufigsten Namen in Asien und Yiwei Wang findet man im Netz auch mehrfach, aber niemand aus der Schweiz oder Nepal. Probiert es einfach selber aus. Ich habe lange genug gesucht und niemanden gefunden. Aber wenn diese zwei Personen nicht existieren und uns der Held einfach nur als Peter genannt wird, wer stellt dieses Produkt überhaupt her? Glucobest hat natürlich auch eine Webseite und dort im Impressum wird eine rumänische Firma namens Daimyo Media angegeben. Vertretungsberechtigter sollte Peter Fuchs sein. Man findet im Netz weder über die Firma noch über Peter Fuchs etwas. Sehr seltsam. Ich habe deswegen mal ein paar Fragen per E-Mail gestellt. Man findet ansonsten keine Informationen zum Hersteller oder der Herkunft der Zutaten des Produktes. Sandra vom Kundenservice hat mir sogar geantwortet. Sehr geehrter Herr Hegedüsch, vielen Dank für Ihr Interesse an Glucobest und es freut uns außerordentlich, dass Sie in Erwägung ziehen, unser Produkt auf Ihre Gesundheitsreise zu integrieren. Das habe ich übrigens nirgendwo in meinem E-Mail behauptet. Wir bei Glucobest sind stolz drauf, Menschen wie Ihnen zu helfen, einen proaktiven Schritt hin zu einem gesünderen Lebensstil zu machen. Glucobest ist speziell dafür entwickelt worden, die allgemeine Gesundheit zu unterstützen und kann eine wertvolle Ergänzung für Personen mit Prädiabetes sein. Viele unserer Kunden berichten von spürbaren Verbesserungen in ihrem Wohlbefinden und einer besseren Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels, dank der natürlichen Inhaltsstoffe in Glucobest. Was? Das ist aber seltsam. Sehr geehrte Frau Lange, Ihre Nachricht hat mich ein wenig verwirrt. Sie schrieben, dass Glucobest eine wertvolle Ergänzung für Personen mit Prädiabetes sein kann. In Ihrem Werbevideo wird aber ganz klar gesagt, dass das Produkt Diabetes Typ 2 auch dann vollständig rückgängig machen könne, wenn die Krankheit schon seit vielen Jahren bekannt wäre und Patienten bereits auf Insulin eingestellt sind. Ich bitte Sie darum, diesen Widerspruch aufzulösen. Kann Ihr Produkt Diabetes Typ 2 rückgängig machen oder nicht? Guten Morgen! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht sagen, dass das Produkt heilen kann. Es kann eine wertvolle Ergänzung sein und viele unserer Kunden berichten uns, dass es hilft oder sogar geheilt hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben. Guten Morgen, vielen Dank für diese Information. Können Sie mir bitte verraten, warum Sie denn in Ihrem Werbevideo ganz klar sagen, dass das Produkt heilen kann? Im Video wird sogar erzählt, dass Glucobest das einzige Produkt auf der ganzen Welt wäre, das das kann. Es ist Ihnen sicherlich bewusst, dass die Aussagen, die Sie im Video getätigt haben, strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen können. Guten Morgen, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das an unsere Qualitätsabteilung weitergeleitet und das Video wird in Kürze entsprechend angepasst. Inzwischen sind 11 Tage vergangen und das Video wurde nicht angepasst. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass das YouTube-Video, das wir gerade angucken,
gar nicht auf YouTube veröffentlicht ist. Mit so einem Namen 06042024 Glucobest Diabetes V1 Final Desktop war dieses Video wohl auch nicht zur Veröffentlichung geplant. Der Kanal, auf dem man es findet, hat auch keine Videos und wurde erst Ende 2023 registriert. Man kommt zu diesem Video nur per Link. Das habe ich nur hier im Code der Webseite gefunden. Nennt man das Code? Ist das korrekt? Ja, gut, ich wollte eigentlich nur ein bisschen angeben und cool klingen. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Sie benutzen YouTube also einfach als kostenfreier Host für ihr Video. Wenn man die Preise der Glucobest-Tabletten anschaut, hätten sie sich eigentlich einiges leisten können. Ein Monatsvorrat kostet nämlich 69 Euro plus Versand. Das wären 60 Tabletten, man muss ja täglich zwei schlucken. Die Verpackung hat sich aber inzwischen verändert. Im Video steht unterstützende Blutzuckerformer drauf und es sind 30 Kapseln in einer Packung. Diese 30 Tabletten sollten 389 Euro kosten. Inzwischen liest man auf der Verpackung verbesserte Formel und es sind doppelt so viele Tabletten drin. Es wundert mich aber nicht, dass der Preis so massiv gesunken ist. Es wird ja schon im Video erzählt, dass sie mit dem Produkt eigentlich gar nichts verdienen möchten. Es geht darum, jedem zu helfen. E-Mails von Leuten bekam, die sich Glucobest nicht leisten können, wusste, dass ich einen Weg finden musste, damit es sich jeder leisten kann. Weshalb ich niemals auch nur daran denken würde, auch nur annähernd 400 Euro dafür zu nehmen. Und weil sie sich diese Präsentation ansehen. Wenn Sie heute handeln durch diese Webseite und die lebensverändernde Entscheidung treffen, in diese außergewöhnliche Antidiabeteswaffe zu investieren, haben mein Team und ich uns geeinigt, Ihnen die einzige wirksame Behandlung zu geben, die es uns ermöglichte, auf die Stopptaste von Typ 2 Diabetes zu drücken. Für nur 69 Euro pro Dose. Nur heute, nur bei uns. 07816464. Der Preis nur 69 Mark. Ich garantiere auch, dass die sogenannten alternativen Methoden wie Sport, Meditation, Akupunktur oder verschiedene Shakes, die alle gefälschte Kräuterextrakte sind, nicht stark genug sind, um Typ-2-Diabetes zu behandeln. All diese Methoden sind eine Verschwendung von Zeit, Energie und Geld. Und Sie wissen das. Sie werden damit nicht mal in einer Million Jahre gesund. Im Gegensatz zu Glucobest, das die Aufgabe in weniger als 3 Wochen erledigt. Das ist aber krass. Auf einmal heißen die gut etablierten, evidenzbasierten Methoden Alternativmethoden. Was ist aber eigentlich dieses Glucobest überhaupt? Das Produkt. Wie Sie sich vorstellen können, brauchte ich ein paar Monate konzentrierte Arbeit, um diesen hochwirksamen Tee hier in Deutschland nachzukreieren. Als erstes kontaktierte ich meinen guten Freund Alfred Wegener, Medizinforscher und Ernährungsexperte, damit er mir mit seinem Labor half, denn ich musste sicherstellen, dass ich alles nach Vorschrift machte. Es handelt sich um einen Tee nach Rezeptur des nepalesischen Guru. Dazu holte er seinen guten Freund Alfred Wegener ins Boot. Der soll Medizinforscher und Ernährungsexperte sein. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass diese Menschen nie National Geographic gelesen haben, hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass sie den Namen dort gesehen haben. Die Wahl des Namens ist sicherlich nur zufällig so verdächtig. Es ist ja auch klar, dass jemand, der tatsächlich in diese Richtung eigene Forschung betrieb, seine Forschungsarbeit mit solchen Stockvideos illustriert. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand sich in dem Labor nicht gefilmt hätte? Warum steht der Wegener nicht vor der Kamera? Warum sehen wir unseren Helden nicht im Labor? Wieso hält er nicht mal ein paar Teeblätter in seiner Hand? Ich denke, sie sind einfach auf Nummer sicher gegangen und haben einen Namen gewählt, den man so gut wie nicht googeln kann. Gebt nur Alfred Wegener ein und ihr werdet sofort verstehen, was ich meine. Alfred war sehr scharf darauf, jedem zu helfen, der an Typ 2 Diabetes litt, denn sein Vater verlor durch diese Krankheit 8 Jahre zuvor sein Augenlicht. Er hatte 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Naturforschung. Das machte ihn also zum perfekten Partner für mich. Klar, jetzt hat er auch noch Naturforschung betrieben. Was ist das überhaupt? Dann durchsuchten wir die ganze Welt mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Kontakte und arbeiteten nur mit zertifizierten Herstellern und verifizierten Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Rezeptur nur Zutaten von höchster Qualität enthielt. Sie haben die ganze Welt durchsucht, um nur das Beste für uns zu finden. Deswegen sind ja die Tabletten so teuer. Logisch. Es war anstrengend. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und bis zum Morgengrauen analysiert, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Mengen und die effektivsten Kombinationen von Inhaltsstoffen haben.
Alfred sagte, dass es viel effizienter wäre, wenn wir die Wirkstoffe in leicht zu schluckende Kapseln statt in Tee abfüllen würden. Der Alfred, der war ein Schlauer. Ich war sofort einverstanden und nach einigen Monaten des Testens war es soweit. Meine Hände zitterten, als ich endlich die Formel in den Händen hielt, die mich von meinem Diabetes-Debakel erlösen und mir mein Leben und mein Glück zurückbringen würde. Wenn diese kleine, natürliche Pille die wirksamste Behandlung für Typ-2-Diabetes war, dann wäre das ein echtes Wunder. Das wäre wirklich ein echtes Wunder gewesen. Und ihr ahnt schon, es hat geklappt. Seine Zuckerkrankheit wurde geheilt. Mein Versuch war erfolgreich, mein Auftrag war jetzt klar. Ich musste diese erstaunliche Entdeckung mit der Welt teilen und all jenen helfen, ihre Krankheit umzukehren, die mit Typ-2-Diabetes zu kämpfen haben. Also sprach ich mit Alfred, um es an mehr Menschen zu testen. Aber vorher beschlossen wir, dass unsere Behandlung drei grundlegende Bedingungen erfüllen musste. Erstens, sie muss bei allen, die Typ-2-Diabetes haben, funktionieren. Bei allen, die diese schreckliche Krankheit seit vielen Jahren haben, bis hin zu den Neudiagnostizierten und den Prädiabetikern. Zweitens musste sie in weniger als 180 Tagen Ergebnisse liefern, denn ich weiß, dass Menschen nicht viel Zeit haben und nicht lange warten können, um Resultate zu sehen. Drittens musste eine Vielzahl unabhängiger Studien die Effektivität beweisen. Was? Das würde bedeuten, dass eine Vielzahl unabhängiger Studien gemacht wurden und diese die Effektivität bewiesen haben? Meine Güte, wie peinlich. Ich war doch zu eilig mit meinem Urteil. Die Studien. Beweisen. Wir handelten nach diesen Grundprinzipien, um selbst den skeptischsten Diabetikern, die denken, es sei unmöglich, zu beweisen, dass unsere Behandlung wirklich funktioniert und gleichzeitig wissenschaftlich bewiesen ist. Um das zu beweisen, haben sie eine Studie an 160 Menschen durchgeführt. Sie haben das Produkt kostenfrei nach Hause geliefert bekommen und sollten ihre Erfahrungen auf einem Formular dokumentieren. Tagelang auszuprobieren, weil wir sie ihnen persönlich nach Hause lieferten. Jeder von ihnen erhielt ein Formular, damit sie wöchentlich ihre Fortschritte aufzeichnen konnten. Meine Erwartung war, dass mindestens ein paar Wochen vergehen würden, bis die ersten Berichte zurückkamen. Aber was dann geschah, war erstaunlich. Nach 6 oder 7 Tagen erhielt ich Anrufe von allen Studienteilnehmern. Sie sagten, ihre Blutzuckerwerte seien besser geworden und sie begannen auch Gewicht zu verlieren. Wenn Sie ein Produkt verkaufen würden, das wirklich zu Gewichtsverlust führt, könnte man sogar wirklich eine Besserung der Zuckerwerte sehen. Darum geht es aber ja hier nicht. Und als ich die Berichte abholte, waren die Resultate atemberaubend. Erstens, 158 von 160 hatten das giftige Fett um ihre lebenswichtigen Organe vollständig abgebaut, ihre Bauchspeicheldrüse gereinigt und ihre Leber in eine Fettverbrennungsmaschine verwandelt. Wohlgemerkt, das alles wurde durch Fragebögen festgestellt. Die Probanden haben selbst angegeben, dass sie jetzt der Meinung sind, ihre Leber in eine Fettverbrennungsmaschine verwandelt zu haben. Das nenne ich hohe Wissenschaft. Jetzt waren ihre inneren Organe sauber, in perfektem Zustand und, was am wichtigsten ist, Diabetes wurde in nur wenigen Wochen aus ihrem Körper beseitigt. Klare und deutliche Aussagen. Vollständige Heilung und Gesundheit in nur wenigen Wochen. Ich würde diese Studie sehr gerne lesen, aber die existiert nicht. Sowas könnte man natürlich auch nicht als Studie veröffentlichen. Das ist ja lächerlich. Das, was sie gemacht haben, ist ein Produkttest. Sowas findet ihr auch häufig auf Einkaufsportalen, dort müssen aber die Teilnehmer meistens angeben, dass sie das Produkt kostenfrei erhalten haben. Sie haben uns aber unabhängige Studien versprochen. Wo sind diese? Weiteres dazu fand ich auf der Webseite in diesem Dokument. Sie haben hier die einzelnen Wirkstoffe aufgelistet und zu diesen jeweils eine Studie verlinkt. Das ist natürlich absolut unseriös. Stellt euch vor, ich würde morgen selbst ein Auto bauen und behaupten, dass es das beste Auto der Welt wäre, nur weil es irgendwo Räder hat. Die sind ja gut. Es hat ja auch ein Lenkrad, auf dem Dach vielleicht, und das ist ja auch gut. Und nicht zu vergessen, die Hupe. Ja, die klingt prima. Also es ist ein tolles Auto. Kaufen, bitte. Nur weil jedes Einzelteil für sich eine positive Wirkung hat, bedeutet das noch nicht, dass eine wahllose Mischung dieser Teile etwas Sinnvolles ergibt. Das ist, als ob man Spaghetti, Schokoladeneis und Salatblätter mischt und es als schmackhaftes Frühstück verkauft, weil, hey, jedes dieser Dinge schmeckt ja irgendwie gut, oder? Um zu beweisen, dass dieses Produkt etwas taugt, müsste man das fertige Produkt, die Glucobest-Tabletten, gegen Placebo testen. Das wurde uns ja versprochen. Und genau das wird nicht geliefert. Ihre Behauptungen sind also nichts anderes. Behauptungen ohne Beweis. Genau wie 72.000 andere zufriedene Kunden es am eigenen Leib festgestellt haben.
Und wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, ist noch nie passiert, aber nur für den Fall, senden Sie mir eine E-Mail und ich kaufe es von Ihnen zurück, ohne Angabe von Gründen. Wie ich schon sagte, ist das eine 100% risikofreie Investition. Klicken Sie also auf eine der Schaltflächen unterhalb, um Ihre Reise... Nahrungsergänzungsmittel brauchen aber keine Studien. Sie dürfen aber auch kein Heilversprechen geben. Das ist sittenwidrig und nicht in Ordnung. Ich habe deswegen natürlich auch die Verbraucherzentrale informiert und sie haben mir inzwischen auch geantwortet. Muss ich nochmal kurz suchen. Sehr geehrte Verbraucher, vielen Dank für Ihre Mitteilung und Ihr Engagement im Kampf gegen irreführende Gesundheitswerbung. Als Verbraucherzentrale NRW sind wir stets bestrebt, Verbraucher vor fragwürdigen Produkten und dubiösen Versprechungen zu schützen. Wir haben das von Ihnen genannte Werbevideo für das Nahrungsergänzungsmittel Glucobest geprüft. Das Produkt selber wurde uns von verschiedenen VerbraucherInnen gemeldet. Bei der Recherche haben wir schnell erkannt, dass der Anbieter aus Rumänien agiert. Wir prüfen rechtliche Schritte, um dieses Produkt vom Markt zu nehmen und die Verantwortlichen für ihre irreführende Werbung zur Rechenschaft zu ziehen. Wir überlegen darüber hinaus, eine Verbraucherwarnung herausgeben, um Verbraucher über die Risiken dieses Produkts zu informieren. Also das ist schon mal super gelaufen. Seht ihr, deswegen lohnt es sich auch mal, Verbraucherschutzorganisationen über solche Mist zu informieren. Die schalten sich schon ein und ich hoffe sehr, dass sie sich auch durchsetzen werden. Dieses Werbevideo ist übrigens 45 Minuten lang und ich habe euch gar nicht alles zeigen können, aber sie kommen mehrfach in Widerspruch mit sich selbst. Es gibt hier Statements von Menschen, die nicht genannt werden, sondern einfach mit einem Stethoskop vor die Kamera gestellt wurden. Glucobest ist ein bahnbrechendes Nahrungsergänzungsmittel. Ich empfehle Glucobest, weil es die perfekte Mischung aus Pflanzen, Mineralien und Vitaminen enthält, die Ihren Blutzucker für ein gesundes und glückliches Leben unterstützen. Ja, schön, aber wer zum Teufel sind Sie? Und warum sollte mich interessieren, dass Sie mir diesen Mist empfehlen? An manchen Stellen spürt man ganz krasse Teleshop-Vibes. Inzwischen fragen Sie sich wahrscheinlich schon, wie kriege ich dieses erstaunliche Mittel? Die Wahrheit ist, dass es extrem schwierig ist, die richtigen Zutaten zu finden, um diese wirksame Formel zur Bekämpfung von Typ-2-Diabetes herzustellen. Wie Dr. Wong sagte, sind 97% der natürlichen Zutaten auf dem Markt entweder gefälscht oder mit Pestiziden versetzt. Es wird mit allen möglichen Mitteln Hype generiert und sie versuchen, um jeden Preis zum sofortigen Kauf zu animieren. Außerdem gibt es eine große Anzahl von Menschen, die kein Diabetes haben, sondern das Präparat nur einnehmen, um ihren gesamten Körper zu verjüngen, die Funktion der Bauchspeicheldrüse, der Leber und des Herzens zu verbessern und das Fett um ihre Organe herum zu beseitigen. Diese Leute leeren unseren Vorrat jedes Mal in nur wenigen Tagen. Außerdem wird Glucobest sorgfältig nur in kleinen Chargen hergestellt, die wegen der saisonbedingten Zutaten bis zu 6 Monate Lieferzeit haben. Dieser Prozess ist notwendig, um zu gewährleisten, dass die Qualität des Produkts zu 100% wirksam ist. Ob dieses Produkt nach dem Kauf jemals ausgeliefert wird, würde ich übrigens auch anzweifeln. Die Qualität des Produkts sollte zu 100% wirksam sein. 100% wirksame Qualität. Wie könnte es dieser Schauspieler ohne Lachen vorlesen? Aber ja, es ist ein super exklusives Produkt, das bald vergriffen sein wird, also schnell, schnell bestellen. Aber da Sie sich heute mit diesem Video weitergebildet haben, werden Sie in den nächsten Minuten herausfinden, wie Sie an eine der brandneuen Dosen kommen können. Vorher möchte ich Ihnen noch erklären, wie Sie Glucobest einnehmen sollten. Ach ja, das wird ja spannend. Uns wurde ja erklärt, dass dieses Mittel die Krankheit in wenigen Tagen beseitigt. Was denkt ihr? Wie lange dauert dann die Gesamttherapie? In 10 Tagen sind die Werte normal. Man sollte aber erstmal eine Vorratspackung für 6 Monate bestellen. Wann ist die Krankheit dann für immer Geschichte? Erstens, Sie sollten täglich bis zu 2 Kapseln Glucobest einnehmen, und zwar mindestens 30 Tage lang. Es besteht kein Zweifel, dass sich Ihr Blutzucker in weniger als 3 Wochen beginnt zu stabilisieren und Ihre Werte in weniger als einem Monat gut aussehen. Aber es ist wichtig, dass Sie weiterhin das gesamte Fett um Ihre Organe herum entfernen. Ja, aber irgendwann mal ist das alles getan, oder? Auf diese Weise werden Sie Ihr Risiko für Bauchspeicheldrüsenversagen, Herz- und Leberprobleme verringern und Sie werden spüren, wie Ihr Körper sich auflädt und regeneriert wird. Je nach Ihrem derzeitigen Zustand könnte es mindestens 75 Tage dauern, um den durch die Ceramide verursachten Schaden nach so vielen Jahren der Vernachlässigung zu behandeln.
Das bedeutet 3 Dosen Glucobest oder, und das ist die beliebteste Wahl unter Menschen, die uns kontaktieren, wenn sie die besten Chancen im Kampf gegen Herzkomplikationen, Lebererkrankungen und bei der Behandlung von Diabetes Typ 2 haben wollen, dann ist ein 6-monatiger Vorrat an Glucobest alles, was sie brauchen. Okay, aber dann bin ich fertig, oder? Dann bin ich zu 100% geheilt, oder? Das würde mir auch nur 300 Euro kosten, da diese Gutmenschen sogar 600 Euro Rabatt geben. Das tun sie wirklich nur, weil sie einfach lieb und gut sind. Das sagen sie sogar selbst. Aber wie ich bereits erwähnt habe, bei Glucobest geht es nicht darum, Profit zu machen. Sicher wäre es schön, für unsere Bemühungen bezahlt zu werden. Aber wenn wir Geld wollten, könnten wir das Angebot der Pharmakonzerne sofort annehmen, unsere Webseite abschalten und Millionen damit verdienen, die exklusive Nutzung der Formel an sie zu lizenzieren. Aber wir wollen ihr schmutziges Geld nicht. Alles, was wir wollen, ist es, Ihnen und Menschen wie Ihnen zu helfen, gesund zu werden. So viel bedeutet mir meine eigene Geschichte und meine felsenfeste Mission. Ist es nicht schön, Leute? Ist es nicht schön? Die Therapiedauer wird im Video aber nicht klar definiert. Und auf der Webseite steht, Sie müssen Glucobest nicht für immer einnehmen. Was wir nicht wollen ist, dass Sie ein weiteres Präparat lebenslang einnehmen. Manchen Kunden reicht es locker, wenn sie Glucobest 3 bis 5 Monate lang einnehmen. Viele unserer Kunden bestellen sich jedoch immer 12 Dosen, damit es ihnen für 1 Jahr reicht, weil Glucobest ihnen die volle Zuversicht gibt, immer etwas für ihr Wohlbefinden zu tun. Glucobest kocht dir einen Kaffee, wenn du eine möchtest. Glucobest umarmt dich, wenn du das nötig hast. Glucobest bringt dich ins Bett abends, wenn du müde bist, und legt sanft eine Decke über dich. Glucobest macht immer etwas für dein Wohlbefinden. Glucobest, you are the best. Glucobest, you are always there for me. Glucobest, I love you from my heart. Glucobest, my life would never be complete without you. Sie treffen auf der Webseite übrigens einen ganz anderen Ton. Schriftlich sind sie irgendwie nicht so selbstbewusst. Lest nur die Antwort auf die häufig gestellte Frage, kann ich meine Medikamente sofort absetzen, durch. Nein, natürlich können Sie die vom Arzt Ihres Vertrauens verschriebenen Medikamente nicht sofort nach dem Kauf von Glucobest absetzen. Nehmen Sie Ihre Medikamente weiterhin ein und nehmen Sie auch täglich 2 Kapseln Glucobest ein. Viele unserer Kunden spüren nach 3-6 Wochen eine Verbesserung, aber um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen die meisten Kunden mindestens 4 bis 7 Monate lang Glucobest konsequent ein. Sobald sie nach einiger Zeit also eine Verbesserung spüren, machen sie einen Termin bei ihrem Arzt und lassen sie sich erst dann von ihm das Absetzen ihrer Medikamente bestätigen. Ich wiederhole, nur Ihr Arzt darf Ihnen nach der sichtbaren Verbesserung die klare Empfehlung aussprechen, Ihre Medikamente abzusetzen. Merken Sie sich, die Verbesserungen mit Glucobest kommen nicht bei jedem urplötzlich an Tag 1, sondern sind kumulativ. Das ist wichtig, es ist eine kumulative Wirkung und schleichen sich im Regelfall linear über mehrere Monate hinweg in Ihr Leben ein. Sollten Sie Glucobest jedoch für 1-2 Tage vergessen einzunehmen, so müssen Sie wieder von vorne beginnen. Das ist der absolute Hammer. Ein Medikament mit einer kumulativen Wirkung muss wieder von vorne angefangen werden, die ganze Kur, wenn man 1 oder 2 Tage lang das vergisst. Jetzt weiß ich auch, warum inzwischen 60 Tabletten mit dem Hinweis, dass man 2 Tabletten am Tag einnehmen sollte, verkauft werden, weil die Wahrscheinlichkeit ist doch höher, wenn man das 2-mal einnehmen muss, dass man das 1-mal vergisst. Und dann kann man immer wieder von vorne anfangen. Ah, Leute, was ist das wieder? Daher empfehlen wir direkt eines der Rabattpakete mit mehreren Dosen für Sie. Ja. Aber ich dachte übrigens, dass Ärzte total böse und von der Pharma gekauft sind. Und jetzt wird mir dennoch gesagt, dass ich zum Arzt muss. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Mir reicht es aber ehrlich gesagt für heute. Danke, dass ihr da wart und wir sehen uns bald wieder. Dr. H. is back in the house. Mother lovers.